Hallo, herzlich willkommen zurück bei Euro Truck Simulator. Heute ist wieder mal Mittwoch und es ist Zeit für ein bisschen Autofahren. Wir fahren gerade nach Oslo. Ziemlich lange tatsächlich. Ich habe das nicht so auf dem Schirm gehabt. Naja. Und wir sind jetzt gerade hier. In 2 Stunden müssen wir schlafen. Und ich habe mir überlegt, hier war ja eigentlich die Grenze. Also hier war ja eigentlich da, wo wir den Punkt gesetzt hatten. Ich gucke mal, ob wir das erreichen. Wenn wir das nicht erreichen, also wenn wir darüber hinauskommen, dann würde ich gerne in Örebro schlafen. Lass uns loslegen. Ja, wir gucken, ob wir das schaffen. Immer geradeaus. Ja, weil das würde bedeuten, wir sparen so ein bisschen Zeit und nutzen das nochmal komplett aus und lernen noch einen Ort kennen. So ist es. Das war der Plan. Wo ich sehe gerade 130 Kilometer, das ist auch schon eine Ansage. 130 Kilometer, das schaffen wir nicht in einer Stunde. Ne? Oder in 2, ne? Ah, in 2 Stunden. So, da kommt das Einkommen wieder rein. 2700 von Corey, das ist nicht viel. Für den Kölner Jungen. Und das war es auch schon wieder. Naja, gut, schade auch. Wir schauen mal, wenn das nächste Schlafenschild kommt. Genau, dann schauen wir mal, wie sich das zeitlich ausgeht. 2 Stunden, da schafft man schon. Oder schafft man da 130 Kilometer? Wir fahren jetzt 80 in der Stunde. Ja, das wird dann knapp. Aber es könnte sich ausgehen. Ich will halt nicht schon wieder Strafe zahlen. Fangen wir schon an zu gehen. Das ist ja, na, so viel zu dem Plan, ne? Immer geradeaus. Ja, da kommt das Schild. Okay, jetzt müssen wir noch mal gucken. 1,30. Wir sind jetzt von hier, wo wir angefangen haben, bis hier in einer halben Stunde gewesen. Riskieren wir das oder riskieren wir es nicht? Wir riskieren es. Es muss noch ein bisschen Aufregung dabei sein. Ja, das passt schon. Ich sag mal, wenn wir jetzt nicht irgendwie blöd ausgebremst werden, dann sollte das wirklich kein Problem sein. Naja, zum Beispiel von so einem Polizeiauto. Habe ich schon wieder? Nee, ne, habe ich nicht. Ich würde sagen, habe ich jetzt schon wieder verpasst, dass da jemand Einkommen gemacht hat? Nein. Die 2700 oder so von Corey habe ich gesehen und mehr gab es da, glaube ich, auch nicht. No risk, no joy. Ja, ein bisschen hier Tanz auf dem Vulkan und so. Immer geradeaus. Jetzt haben wir hier wieder so einen Pseudo-Sonnenuntergang. Jetzt 80. Das ist schön. Seht mal, da ist nämlich der Knick nach links und dann müssen wir eigentlich nur ein Stück geradeaus. Ja, das schaffen wir schon, komm.
nimm demnächst die Ausfahrt links. Nimm demnächst die Ausfahrt links? Nimm die Ausfahrt links. Okay. Eieiei. Der hat aber nicht hier, also jemand nicht so richtig gut geteert. Hupsi. Ich wollte nicht anhalten. Ich dachte, wir schaffen es. Mist. So, wir können auch hier schlafen. Machen wir das? Genau. Sind wir ein bisschen, fertig zum Losfahren. Bisschen schneller da quasi. Bitte rechts halten. Ja, da will ich mal die 400, also will ich mal die Strafen sparen und dann, naja. Fahre ich den Bus rein, das ist natürlich bescheuert. Nimm die Ausfahrt rechts. Aber ich sag mal, der Fahrer vor mir hätte ja locker durchfahren können. Langsam bitte, nicht so überhasten. Helga, wieso keine Nachricht? Erster Aufenthalt in Örebro. 4 von 27. Tatsächlich 27 Städte hier, das ist ja echt crazy. Immer geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, das ist ja rot hier. Die haben so komische Ampeln. Ich sehe schon wieder nichts, weil diese Riesenspiegel ständig davor hängen. Komm. Go, go, go. Müssen wir hier schon rechts rein? Nö, geht auch gar nicht. Nordic Crown. Ah, gibt's auch noch mal eine Aufträge hier. Demnächst links abbiegen. Nee, ich will hier schlafen. Biege nach links ab. Nein. Ich will nicht nach links abbiegen. Ich will nach rechts abbiegen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Guck mal, hier will ich schlafen. Ja, guck mal, super. Zack. Puh, okay. Bis auf die 400. Gar nicht so schlecht. Einkommen 5133 von Michael. Das ist schon mal gut. Und das war halt auch schon wieder. So. Was transportieren wir hier eigentlich? Also wirklich mal. So, Örebro haben wir uns angeguckt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch nach Turku fahren. Das ist hervorragend. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Kommst du nicht rum, oder was? Also. Das sind doch Sonntagsfahrer. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Ja, aber nur, um danach wieder rechts abzubiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen.
biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Mich das nervt, ey. Aber ich habe grün immerhin. Biege nach links ab. So. Sehr gut, da hinten ist die Autobahn wieder. Und dann sind wir wieder auf der Spur. Tatsächlich 13 Stunden noch. Das werden wir. Links rechts abbiegen. Ja, das werden wir dann in der Folge tatsächlich nicht schaffen. Ich glaube, wie war das? 4 Minuten pro Stunde. Ab. Oh Gott. Okay. Eieiei, das war mir nicht klar. Hoppala. Das Schild kostet nichts, das ist gut. Hat keiner gesehen. Und der hinter mir schweigt. Puh, na gut, abenteuerlich, aber hey. Hat gepasst. Also ich meine, ich fahre ungefähr 4 Minuten für eine Stunde. 40, 52 Minuten. Also am Ende der nächsten Folge kommen wir erst an. Oh Gott. Ich weiß aber auch nicht, ob das so stimmt. Wir können natürlich 2-Kilometer-Regel machen. Dann fahren wir ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob wir dann schneller ankommen. Den ganzen Tag fahren wir jetzt heute noch hier durch. Naja, gut. Södertälje. Immer sagen, geradeaus. Sagen wir sowas wie Tälsche? Nee, wahrscheinlich nicht. Eine Tälje. Ist das das Tal von Herrn Söder? Ich denke nicht. Wir können auch mal auf die Ankunftszeit gucken. Ist 20.56 Uhr. Hat gerade ganz kurz, ja genau, zu 55 rüber geschwappt. Ich glaube, in Finnland gibt es mehr Städte, so etwas geballter aufeinander. Da können wir mal schauen, ob wir da kleinere Aufträge machen oder ob wir größere machen und dann halt wieder zurückfahren. Das erinnert mich so ein bisschen an die erste Season, wo wir nach England gefahren sind und da auch ständig wieder zurück und dann wieder nach England rein und wieder zurück und dann mal nach Schottland und wieder zurück nach Deutschland und so hin und her. Ja, es ist irgendwie auch nett, aber... Neue Strecken erkunden macht natürlich mehr Spaß. Ne? Was ist denn da an dem Ende? Das Vögel? Ist das? Zählt leider nicht als Stadt. Schade eigentlich. Fahren wir zu großflächig dran vorbei. Müssten mal kurz anhalten. Immer geradeaus. Na. Guck mal, jetzt sind wir schon bei 20.50 Uhr. Haben wir schon mal 6 Minuten gut gemacht. Was haben wir hier für einen Rückstau? Was ist hier los?
Upsala Tunnel. Upsala, was ist denn das nochmal für ein Produkt bei IKEA? Ich weiß es gar nicht. Geradeaus. So, schaut mal, wie souverän wir das jetzt hier gemacht haben. Wir haben uns ja bei einem der größeren Unfälle gemerkt, ne? Wenn da rechts an der Seitenstreifen Polizei steht, dann sind die KI-Fahrer mitunter so geneigt, einfach mal links auf die Fahrbahn zu ziehen. Da muss man ein bisschen aufpassen, besser Abstand halten und so weiter und so weiter. Das weiß man dann vielleicht auch ein bisschen mit der Zeit. Ne? Hässliches Hochhaus. Immer geradeaus. Upsala. Ich versuche gerade die 80 km/h so leicht zu überschreiten. Hat jetzt gerade nicht so funktioniert. Jetzt fahren wir auch mal wieder hier bergauf. So, jetzt haben wir die 2 km/h Regel. Jetzt muss das irgendwie auch halten. Wir sind bei 2038, das geht doch gut von der Hand hier. Ja, ich glaube, wir sind sehr schnell. Also jetzt haben wir ungefähr 3 Stunden, sind wir jetzt gefahren in-game. Was ungefähr bedeutet... Oh, oh, oh. Hallo. Was ungefähr bedeutet 9 Minuten Real Life. Wir sind auch sehr gestochert jetzt mit 80. Ne? Jetzt fahren wir nur noch 70. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen länger für eine Stunde. Wobei das Quatsch ist. Ne? Die Stunde geht natürlich immer noch gleich schnell vorüber. Also deswegen, ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird. Ist mir aber auch egal tatsächlich. Ist mir wirklich Wumpe. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. So wie alle meinst du?
Nimm diese Ausfahrt. Oh wow, Überholmanöver sehe ich da gerade. Uiuiui, schön. Ich bin ja mal gespannt, ne? Wir fahren ja nach Finnland und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, da wohnt ja der Nick, ja? Mit dem ich eigentlich viel spiele. Gelegentlich. So. Und der schwärmt ja immer davon, dass Finnland das seenreichste Land ist mit über 300.000 Seen und so weiter. Bla bla. Ich bin mal gespannt, ob das hier auf der Map quasi auch sich bemerkbar macht. Also ich weiß nicht, ob es 300.000 sind, das sind jedenfalls eine ganze Menge. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Guck mal hier, wir fahren jetzt an Kapsalat vorbei, Kapsalat Theater. Ja, demnächst links abbiegen. Erster Aufenthalt in Kapsalat Theater. Kapelsker, so nämlich. Links abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Was machen wir hier? Immer geradeaus. Ach, das ist die Fähre, guck. Das ist die Fähre. Da ist auch die finnische Fahne. Machen die da? Die stehen da nur so rum. Die dürfen noch nicht drauf, oder was ist das hier für eine... Ich zuerst und ihr. Oder auch nicht, mal gucken. Polaris Lines. Ja, vielleicht wird es mal Zeit, da Urlaub zu machen. Waren eh noch ein paar Urlaubsziele für nächstes Jahr. Da wird das vielleicht gar nicht so schlecht. Wo wollen wir denn hin? Nach Nantali, nach Turku. Abfahrt Nantali, Padilski. Nee, Padilski nicht, Nantali. Ja, dahin. Für 1170. Route neu berechnen. Eieiei. So, 1 von 35, was? Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Wer hat das nochmal gesagt? Hm? Einkommen, 5.000 irgendwas. Okay, Moment, konzentrieren. 5.900 von Luis. Demnächst rechts abbiegen. Krasser Schissel, wir sind in Nantali. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Ihr könnt nochmal zurückspulen, aber ich jetzt leider gerade nicht. Das ist ja sehr spannend. Also erstmal haben wir gar nicht so viel Stunden mehr zu fahren, sondern sind in 40 Minuten da. Das heißt, die Fähre hat unfassbar lange gebraucht. Das ist ja krass, dann haben wir den Auftrag doch schon abgeschlossen. Dann... hat jetzt, glaube ich, Finnland anders gezählt als Skandinavien. Das war mir nicht klar, dass das ein anderes Achievement ist. Dass das dann hier zu einem anderen Bereich oder Gebiet oder sowas zählt. Demnächst rechts abbiegen. Crazy. Aber ich habe auch nicht so richtig aufgepasst, biege tatsächlich. Nach rechts also. Ab. Doch gleich nochmal. Spule ich nochmal zurück und gucke mir das nochmal an, denn das ist spannend, wenn das jetzt hier mit anderen Städten zu einer anderen Region zählt. Oh, wow, super nett. Was ist das hier? Oh shit. Oh shit, ich muss nach immer rechts. Immer geradeaus. Ich hoffe, der lässt mich rein, Dude.
Und seine Antwort ist nein. Oder vielleicht doch, ne? Idiot da. So, ich kann leider kein Finish. Muss ihn leider anders beschimpfen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege ja. Nach rechts ab. Das sind die nicht Ortskundigen, ja, die erstmal rumbrüllen und. Naja. Er hätte mich auch reinlassen können, ne? Wäre alles gut gewesen. Wobei ich auch sagen muss, ich finde den Punkt, den finde ich bei der KI einfach nicht so richtig gut. Dass die einfach dann abbremsen mittendrin. So, als würden sich das anders überlegen, das ist natürlich Quatsch, ne? Sollten die es auch durchziehen. Und ich fände es gut, wenn die... Ja, wenn die Routenführung ein bisschen verbessert wäre. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Also wenn man wirklich sagen könnte, bis dahin reicht noch die Schlafnummer und wenn du bis dahin aber nicht kommst... Biege nach rechts ab. Komm schon, nein. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu gar nichts. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn die Fähre eh 7 Stunden fährt, dann könnte man ja auch da schon schlafen, auf der Fähre. An. Also die Ampel war Arsch. Was macht das eigentlich immer für geradeaus. Was macht das eigentlich für einen Sinn, dass die Ampeln hier so nach, also liegend sind anstatt hochkant? Was ist da? Was mag da der Sinn hinter sein? Alles schwierig. Links halten und dann links abbiegen. Die Ampelhäufigkeit ungefähr so wie in New York. Biege nach links ab. Da, Baltikum-Rundreise, genau. 35 Städte, das zählt zum Baltikum, das ist ja crazy. Okay für mich, aber ich hätte das jetzt eher nach Skandinavien verortet. Demnächst rechts abbiegen. Hier ist wieder eine Agentur für Arbeit. Ja, genau. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, ist jetzt mal gut, Junge. Okay, wir haben auch hier eine interessante Neuerung. Zebrastreifen, dann der Haltestreifen und daneben die Ampel. Okay. Und jetzt... stehen wir hier mitten auf der Fahrbahn. Wir halten da hinten sowieso wieder an. Rechts halten
und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich sag zu der Ampel gerade nichts, ne? Also ist ja immer die gleiche Frage, zählt das ab dem Führerhäuschen, also ab dem Fahrerhäuschen hier vorne? Heißt das Führerhäuschen? Fahrerhäuschen, ihr wisst schon. Zunächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ach ja. Ja, dann haben wir es doch geschafft in dieser Folge. Das ist ja echt crazy shit. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das war eine schöne Fahrt. Es ist vorbei. Das klingt so, als hätte sie da Bock drauf, dass es vorbei ist. Wollen wir das nochmal versuchen? Ja, komm, wir versuchen das nochmal in den Verladebereich. Der ist jetzt recht einfach. Ihr wisst, wir müssen 20 Stück schaffen. Ich glaube, 5 haben wir bis jetzt. Ja, gucken wir mal, wie und ob und was wir uns jetzt hiermit antun. So, jetzt setzen wir zurück ein Stück und müssen den hier hinbringen. Das sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Warte. Wir ziehen ihn noch mal so ein bisschen gerade. Ja, guck mal. Den haben wir locker drin. Bam. Nee, ich sagte Bam. Hallo, was ist denn da los? Oh, Gott sei Dank, das haben wir geschafft. Das müsste jetzt unten links auch gleich aufploppen. Oh. Führe Lieferungen mit sämtlichen Aufliegertypen aus. Juhu. Und 6 von 20. Okay, Lieferungen, größeres Silo. Hier, 6. Dann müssen wir 1, 2, 3... 4, 5, 6 von 20. So, mache ich das mal so auf meine Liste. Gar nicht so schlecht. Und wir sind ein Level aufgestiegen, das ist super. Jetzt sind wir Meister. Und jetzt werden wir demnächst Ausbilder. Das hat leider keine Bewandtnis. Wir könnten mal ganz kurz bei den Aufträgen gucken. Achso, wir können uns hier noch einen Punkt holen. Dann nehmen wir doch hier noch so eine Just-in-Time-Lieferung. Hier kriegen wir ja nichts dafür. Nach Rostock will ich nicht fahren. Nö. Nö, das sind alles jetzt nur noch die Sachen. Nochmal so draufklicken. Dann schauen wir nochmal eben nach dem Dings hier. Ihr wisst schon. Pamplona. Zaragoza, Almeria, Nizza. Das sind schon neue Sachen, ne? Aber es ist immer noch... Ja, es ist leider immer noch nicht das dabei, was ich gerne hätte. Ärgerlich. So, hier sind wir in Turku. Können wir denn da irgendwas abliefern, was irgendwie gut ist? Nach Jönköping. Da waren wir schon mal, ne? Ne, waren wir noch nicht. Wir sind ein paar Mal dran vorbeigefahren. Ich würde ganz gerne in Finnland bleiben. Das ist natürlich... Oh, was ist das denn hier? Da liefern wir Bäume. Olivenbäume, 4 Tonnen. Okay.
Können wir irgendwo in Finnland bleiben? Ja, hier, Lahti. Das klingt mir bekannt. Ich glaube, wenn wir auf die Karte gucken, wir können jetzt leider nicht so rein ranzoomen. Ich glaube, hier, entweder hier oder hier, wohnt der Nick gerade und ich glaube, hier wollen sie hinziehen. Ich habe ja gesagt, nehmt euch ein. Ne, nehmt euch einfach, aber auf mich hört ja keiner. Das wird halt immer schlechter hier vom Preis. Wenn wir den hier machen. Stunden 20, ja komm, dann fahrt vorsichtig. Dankeschön. Wir fahren in der nächsten Folge, würde ich sagen. Vorsichtig. Ja, und dann sind wir nämlich jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich danke euch links ab fürs Zusehen. Und ja, nächste Folge geht es dann weiter. Wünsche euch einen schönen Tag noch. Macht's gut.